Die schöne neue Welt. Es ist ein herrlich sonniger Tag Ende Mai 2026. Insekten schwirren über die Wildblumen, gesprenkelte saftige grüne Wiese, lachende Kinder toben herum. Es ist angenehm warm, 25 Grad. Nicht so wie im letzten Jahr, da waren es gut 10 Grad mehr. Das Wetter haben wir leider immer noch nicht im Griff. Es ist spät nachmittags, die Sonne beginnt schon langsam unterzugehen und die Eltern rufen ihre Kinder zusammen, Zeit aufzubrechen, zurück in die Stadt, der Weg ist weit. Nach Sonnenuntergang sollte man nicht mehr draußen in der Natur unterwegs sein. Die Wolfspopulation hat sich in den letzten beiden Jahren vervielfacht und nach dem schrecklichen Vorfall mit den Waldkindergärten vor 2 Wochen ist man nun etwas vorsichtiger geworden. Man macht sich auf den Weg. Fahrräder, Lastenräder und Handwagen, in die man die Kleinen stopft, sind die gängigen Transportmittel. Es ist schon fast dunkel, als man endlich die Stadt erreicht. Das grelle Glitzern der Großstadt aus der Vergangenheit ist fast verschwunden. Strom ist zu teuer geworden, als dass man ihn für Beleuchtung verschwendet, aber gleich wird der Myzin die Gläubigen zum Gebet rufen. Generell ist 2026 die Stromversorgung eines der größten Probleme. Die Grünen haben bei der letzten Bundestagswahl die absolute Mehrheit errungen und danach den sofortigen Ausstieg aus der Kohleproduktion angeordnet. Seit Strom nur noch aus den erneuerbaren Energien erzeugt wird, gibt es starke Schwankungen im Stromnetz. Bis diese Probleme behoben sind, gibt es für die Bevölkerung zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens keine Versorgung mehr. Jetzt aber schnell nach Hause, auch in der Stadt ist es nach Sonnenuntergang zu gefährlich. Marodierende Banden ziehen durch die Straßen, ausgebrannte Autowracks zeugen davon. Macht nichts. Autos mit Benzinmotor werden sowieso nicht mehr gefahren. Zum einen ist Benzin so teuer geworden, Tankstellen mussten schließen und Treibstoff wird nur noch staatlich reglementiert ausgegeben. Und zum anderen möchte heutzutage niemand geächtet werden. Selbst die Polizei fährt nur noch elektrisch. Leider sind die Fahrzeuge meist zum Aufladen am Netz und das schwankende Stromnetz sorgt für weitere Verzögerung. Darum ruft man sie bei einer Bedrohung meist nicht, sondern bleibt nachts in seiner Wohnung. Zu Hause angekommen wird unter dem Schein einer Kerze, die zwar wegen Feinstaub verboten, aber die Solarlampe ist kaputt, die Ausbeute des heutigen Tages auf dem Tisch ausgebreitet. Ein paar Kartoffeln, ein paar Möhren und ein paar Wildkräuter, die man auf der Wiese am Waldrand gepflückt hat. Nicht viel, dass man beim Bauern schnorren konnte. Die Kinder hätten gerne noch etwas Milch gehabt. Aber da man das V für vegan als 4. Geschlecht im Pass und bei der Steuererklärung angegeben hat, geht das leider nicht mehr. Seit vor 2 Jahren der Vater seinen gut bezahlten Job als Diplom-Ingenieur bei einem ehemaligen großen deutschen Automobilkonzern verloren hat, muss die Mutter die Familie ernähren. Sie konnte ihren Halbtagsjob am Flughafen behalten, trotzdem das Fliegen innerhalb Europas und aus Europa heraus für Durchschnittseuropäer unerschwinglich ist. Die Branche lebt eigentlich nur noch von den asiatischen Ökotouristen aus China und Indien, die sich in Deutschland den erfolgreichen Umbau von einem Industrie zu einem Agrarland anschauen möchten. Während die Mutter das Abendessen vorbereitet, zündet der Vater 2 weitere Kerzen an, aber nicht ohne vorher die Rollläden komplett zu schließen. Seit Einführung der Ökopolizei im vergangenen Jahr und die Aufforderung an die Bevölkerung, Verstöße direkt zu melden, ist dies zu gefährlich. Das Dynamo-Radio wird angekurbelt, um die Nachrichten zu hören. Bundeskanzlerin Baerbock, Umweltminister Habeck und Wirtschaftsminister Hofreiter müssen eingestehen, dass die Klimaziele für 2030 leider doch nicht erreicht werden. Man sei aber auf dem richtigen Weg. Die schöne neue Welt?